Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Yoga-Einheit gegen Müdigkeit. Ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Müdigkeit kann uns im Alltag ausbremsen, aber durch gezielte Yoga-Übungen können wir unseren Körper und Geist revitalisieren und neue Energie tanken. Lass uns gemeinsam diese belebende Übungen durchführen. Wir beginnen mit Krieger 1, Virabhadrasana 2. Komm in eine weite Grätsche und dreh den rechten Fuß nach außen und beuge das rechte Knie, während das linke Bein gestreckt bleibt, und strecke die Arme parallel zum Boden aus. Schau über die rechte Hand und halte diese kraftvolle Position für einen Moment. Atme tief ein und ausatmen, streckt die Arme weit auseinander. Einatmen, Krone zum Himmel, ausatmen, Steißbein strahlt zum Boden. Einatmen, erlaube, dass deine Schlüsselbeine sich richtig öffnen, regelrecht lächeln. Atme ein. Nimm die Arme nach oben und dann wechselst du die Seite, die Fußposition anpassen, ausatmen, die Arme wieder weit öffnen, drisch die, dein Blick zur anderen Seite. Atme ein, ausatmen, wahrnehmen, wie diese Übung deine Beine und deinen Rumpf stärkt und die Durchblutung fördert. Atme ein. Nehme wahr, wie dadurch noch mehr Energie in deinen Körper fließt. Tief einatmen. Ganz bei dir ausatmen. Atme ein und stell dich aufrecht für die Baumhaltung. Verlagere das Gewicht auf das linke Bein und heb deinen rechten Fuß an und platziere ihn entweder am Knöchel, an der Wade oder am inneren Oberschenkel des linken Beines. Bringe die Hände vor dem Herzen zusammen oder strecke sie über den Kopf. Halte diese Position und atme tief ein und aus. Beim Einatmen Krone zum Himmel, ausatmen, Steißbein etwas einlöffeln, einatmen. Ganz bewusst dein Knie nach außen gedreht. Ausatmen, ganz geerdet. Dein Blick bleibt ganz ruhig. Diese Haltung verbessert das Gleichgewicht und die Konzentration und gibt neue Kraft. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, beide Füße zum Boden, Hände tief. Beinwechsel. Heb deinen linken Fuß an und platziere ihn auch jetzt hier entweder am Knöchel, an der Wade oder inneren Oberschenkel, nur nicht auf dein Kniegelenk. Bring die Hände vor dem Herzen wieder zusammen oder über den Kopf nach oben. Atme tief ein und aus. Ganz verwurzelt. Gerade diese Baumhaltung, diese Balanceübungen erinnern uns daran, dieses Gleichgewicht zwischen Aktivität und Entspannung herzustellen. Ist die Müdigkeit da wegen mangelndem Schlaf oder hast du einfach Müdigkeit wegen anderen Gründen? Es ist wichtig, eine Balance in deinem Leben zu integrieren. Atme ein und beim Ausatmen ganz verwurzelt. Beide Füße wieder am Boden, die Hände rechts und links neben der Hüfte. In dieser Berghaltung, Tadasana. Wir kommen nun in den Sonnengruß. Atme ein, heb die Arme über die Seite gefächert nach oben. In Tadasana, Urdhva Hastasana. Atme aus und beuge dich nach vorne in die Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Atme ein und heb den Kopf auf. Verat Uttanasana. Und steige einen großen Schritt oder mehrere Schritte zurück in dein Brett, Plank. Verlage. Senke dich langsam ab, atme aus und beim Einatmen in die Cobra Bhujangasana. Weite im Herzen,
Hände fest mit dem Boden verwurzeln, drisch die Blick entspannt nach vorne. Atme aus und geh in deinen herabschauenden Hund. Adho Mukha Svanasana. Bleibe hier für 5 tiefe Atemzüge. Tief ein und beim Ausatmen die Fingerkuppen aktiv in den Boden. Einatmen, Steißbein zum Himmel. Ausatmen, die Finger ganz verwurzelt, ganz aktiv hineinschieben. Einatmen, den Rippenkäfig ausdehnen. Ausatmen, die Fersen streben Richtung Boden. Einatmen. Ganz viel Länge in deinen Nacken, den Kopf gelöst. Beim Ausatmen vielleicht ein bisschen hin und her bewegen mit dem Kopf. Ein und aus. Bei der nächsten Einatmung steig mit dem Einatmen nach vorne und komm mit deinem Ausatmen in die Vorbeuge zurück. Uttanasana. Atme ein, komm nach oben, die Arme über die Seite gefächert hoch. Atme aus, Samasthitihi, die ausgeglichene Berghaltung. Du kannst diesen Flow nochmal wiederholen. Sonnengrüße beleben den gesamten Körper. Atme ein, Blick zu den Händen, ausatmen, Hände zu dem Boden. Uttanasana. Atme ein, heb den Kopf an, Uttanasana. Und steig oder spring zurück in dein Brett. Senke ab in Chaturanga oder Knieherzkin, einatmen Cobra oder Bhujangasana. Atme aus, herabschauender Hund, Adho Mukha Svanasana. Bleib hier auf 5, auf 4, auf 3. Auf 2. Auf 1. Blick nach vorne. 2 große Schritte. Atme ein in den geraden Rücken. Ausatmen in die Vorbeuge. Einatmen. Arme nach oben. Ausatmen. Hände zum Herz. Atme ein, komme noch einmal in deinen herabschauenden Hund, Adho Mukha Svanasana, stell deine Hände und Füße aktiv in den Boden, heb die Hüfte an. Nehme wahr, wie dein Körper ein großes A bildet, lass den Kopf zwischen den Armen hängen, atme tief ein und aus. Atme ein und aus. Nehme wahr, wie diese Umkehrhaltung die Durchblutung fördert, was uns absolut wach und klar macht. Atme nochmal tief ein und aus. Bei der nächsten Einatmung bring die Füße nach vorne zwischen die Hände, Arme über die Seite gefächert nach oben in die aufgerichtete Berghaltung. Bleib im Moment in dieser Haltung. Diese Übung ist ideal, um dich wirklich klar und wach und fit zu machen, auch für ein Vorstellungsgespräch oder was auch immer. Bleib hier und atme. Spüre, wie die Müdigkeit wirklich davon schmilzt und du mit neuer Energie geladen bist. Denke daran, dass es wichtig ist, auf deinen Körper zu hören und die Übungen in deinem eigenen Tempo durchzuführen. Ich hoffe, geht's besser und du fühlst dich richtig gut und erfrischt voller Energie. Vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wiederzusehen. Bleib gesund und hab einen energiegeladenen Tag.